So, Harry meldet sich nochmal. Harry unterwegs, und zwar sind wir hier in der Calle Lisboa. Das ist genau hinter mir ist die Cita, also unweit der Cita. Und das ist jetzt eine Straße, die führt also hier im Kreis. Und das sind wunderbare Anlagen. Das sind eine der ältesten Anlagen hier in Playa de Ingles. Die sind damals entstanden mit und um die Kaspar- und Cita-Zeit. Und die haben auch noch richtige, ich sag mal, schöne große Zimmer. Wir fahren ganz einfach mal hier. Ich bin wieder sehr risikobereit. Wir müssen natürlich da die Reise machen, immer auch wo wenig Wind ist und wo es ein bisschen geschützt ist. Und deswegen habe ich mich heute hier für entschieden. Das ist die Calle Roma, die führt jetzt sozusagen einmal hier rund herum. Ja, man sieht, wir haben Wind, aber jetzt hier mit dem Mikro müsste das eigentlich ganz gut funktionieren. Hier ist eine wunderschöne Anlage auf der linken Seite. Ja, viele von euch werden schon hier gegangen sein, hier gewohnt haben. Es ist auch kein Durchgangsverkehr, also somit hat man auch eigentlich viel Ruhe. Club Canario heißt es hier, Paraguay auf der rechten Seite. Auch schöne renovierte Anlagen hier, das auf der linken Seite. Dann Costa Rica. Veracruz. So, und da hinten geht es dann rein, aber da fahren wir jetzt nicht. Das machen wir ein andermal. Da ist dann wieder die Strandpromenade, der Blick aufs Wasser ganz nahe der Strandpromenade. Hier der Atlantic Sand Beach, Ascona. Ja, schöne ältere Anlagen, aber auch Copacabana, Apartamento Sandra, Ecuador. Und hier sieht man und hört man natürlich gar kein Auto. Es sind auch viele Privatapartments hier in der Gegend. So, und das war jetzt einmal hier der Kreis. Und da geht die Calle Bremen ab. Da fahren wir nochmal schnell rein. Hier ist das Apartment, wo ich im Urlaub das erste Mal hier auf Gran Canaria war. Da habe ich da hier gewohnt. Das hat eine Bekannte ausgemacht. Ich wusste also nicht, wo ich hinkomme. Es war hier direkt vor uns Nara. Der Name ist immer noch gleich: Apartamentos Nara. So, hier war mein erster Besuch vor über 30 Jahren auf Gran Canaria. Ja, absolut ruhig hier. Sehr sauber aufgeräumt, ordentlich. Ja, Harry unterwegs macht jetzt sozusagen die Kehrtwendung und immer bemüht, den Wetterverhältnissen das passende Video zu machen. So, und mit diesen Aufnahmen verabschiede ich mich dann auch wieder für heute und sage: Bis morgen.